Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit durch meinen Tag. Hab mir jetzt erstmal Kaffee gemacht und ja, das allererste, was ich euch heute zeige, ist sozusagen ja, wie so mein Morgen aussieht, weil viele haben sich einfach so ein bisschen auch dafür interessiert, so ja, was macht der Junge beruflich und wie sieht da so ein Tag aus. Heute ist ein ganz normaler Mittwoch, bei mir ist jeder Tag ein bisschen anders und ich nehme euch jetzt einfach mal durch den Mittwoch. Morgens easy peasy erstmal Kaffee trinken und dann höre ich meistens entweder eine Podcast oder lese etwas in einem Buch. Heute ist Podcast angesagt. Ich muss mal kurz, ich komme sofort wieder. Ja, momentan Podcast von Human Elevation von Patrick Reiser. Vielleicht kennt den der ein oder andere noch von früher. Der hat früher eigentlich Fitnessvideos gemacht und ist dann immer mehr so in dieses Persönlichkeitsentwicklungsding reingegangen. Und ja, ich habe mir auch sein neues Buch geholt, Lebensmeisterschaft. Auch nicht schlecht. Gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Hat sich auf jeden Fall krass Mühe gegeben. Die ersten Minuten des Tages gehören also immer sozusagen irgendwie einer Podcast oder einem Buch, weil ich das Gefühl habe, hey, es ist noch, das Gehirn ist noch frisch und dann können wir dem nicht direkt irgendwie Instagram oder Social Media oder so geben. Deswegen erstmal Podcast hören. Sorge, dass es Krieg gibt, aufgenommen werden und eine unterschiedliche Bedeutung haben. Für den einen bedeutet, patriotisch zu sein, vielleicht in die... So Leute, Podcast durch, war interessant. Jetzt als allererstes, bevor ich jetzt zum Beispiel ins Training gehe, ich muss mal kurz hier ein bisschen Licht anmachen, Leute. Bevor ich ins Training gehe, mache ich die nötigsten Arbeiten, die so zu tun sind. Das heißt, es gibt immer für mich verschiedene Prioritäten, Sachen, die fertig werden müssen. Die Sachen, die jetzt am dringendsten fertig werden müssen, die mache ich jetzt halt als allererstes mit frischer Energie und frischer Motivation. Und danach geht es dann ins Gym meistens. Ich habe immer 5 Trainingstage die Woche und trainiere halt da, dass ich ja, meine Muskulatur erhalte. Ihr habt ja schon ein paar Trainingsvideos von mir gesehen. Aber ja, das hier ist jetzt so mein Workspace. Ich zeige es euch mal. Hier Boxen. Da steht mein Computer. Hier ist Licht. Ganz viel Shaker und Wasser, weil ich immer richtig viel Wasser trinke beim Arbeiten. Allgemein trinke ich einfach übertrieben viel Wasser über den ganzen Tag. Und ja, heute steht hier an, eine Broschüre fertig machen für ein Fitnessstudio. Das heißt, es ist wie so ein Flyer. Und ja, den habe ich so grob vom Design fertig gehabt und jetzt fehlen noch ein paar Texte, die eingefügt werden müssen und dann muss der verschickt werden zur Abgabe und yes, das mache ich jetzt fix. So ihr Lieben, die nötigste Arbeit erledigt, jetzt muss ich ins Gym. Das ist echt immer Struggle, Motivation. Weniger am Start, aber naja, egal. Ich könnte euch eigentlich auch mal erzählen, bei welchem Enduro-Rennen ich mitfahre, fällt mir gerade ein. Denn ich bin einfach schon angemeldet, Leute. Anmeldung ist schon durch. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es wissen wollt, dann können wir da mal drüber sprechen, welches Enduro-Rennen es geworden ist, welches Datum natürlich und wie es so weiter vonstatten geht. Falls ihr euch hier fragt, was nimmt der Kerl hier? Ja, ein paar Supplements. Arginizer ist einfach ein Booster. Nichts Wildes, aber so für den täglichen Gebrauch auf jeden Fall ganz okay, weil es gibt ja ganz oft so Booster, die hauen dich so aus dem Leben, dann kannst du gar nichts mehr. Und halt Big 8. Big 8 sind 8 Aminosäuren. Und die nehme ich auch immer zusätzlich, weil ich immer prinzipiell auf nüchternen Magen trainieren gehe.
außer Mountainbiken. Mountainbiken geht nicht auf nüchternen Magen, weil dann bin ich unkonzentriert irgendwie, es klappt nicht und ganz, ganz wichtig, Pinker Shaker. Also normalerweise fahre ich jetzt ins Testzentrum, aber ich bin früh genug dran, dass mein Test von gestern noch gilt. Das ist natürlich jetzt heute Luxus. Dafür sparen wir uns ein bisschen Zeit, auch wenn ihr vielleicht gerne gesehen hättet, wie ich das Stäbchen in die Nase bekomme. Aber das ist echt die größte Hürde, um ins Gym zu gehen, finde ich. Diese Kack-Testerei, ey. Und gestern war eigentlich für NRW war diese 2G-Plus-Regel gekippt worden. Und jetzt irgendwie plötzlich doch nicht mehr. Ich bin ein bisschen sauer, aber was wollen wir machen? Wir können es ja nicht ändern. Willkommen übrigens im schlimmsten Parkhaus der Stadt, ey. Hier haben schon so viele Leute sich die Autos rasiert an Säulen und so weiter und so fort. Je nachdem, wo du geparkt hast, kannst du auch nicht vernünftig vorwärts rausfahren, musst dann rückwärts hier um die Kurve fahren. Und dann, wenn dir einer entgegenkommt, dann ist eh ganz vorbei. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. So, Leute, wir haben noch einen Satz: Bauch und dann durch. Ich habe übrigens 10 Kilo insgesamt abgenommen seit Januar und 4 bis 5 habe ich noch vor, damit ich halt beim Uphill ein bisschen leichter bin und allgemein habe ich mich einfach überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Deswegen die kleine Diät und jetzt glaube ich Diätwoche 7 oder so und ich bin langsam, aber sicher platt. Es ist langsam echt anstrengend, aber egal, weiter durchziehen, ist nicht mehr lange, dann ist mein Ziel erreicht. Nur noch einen Satz, dann gibt's Shake, dann gibt's nach Hause, dann gibt's Essen. Ich sag's euch, wie es ist. So langsam wird es anstrengend mit der Diät. Ich habe einfach voll Bock, richtig zu essen wieder. Und irgendwie macht sich mein Körper langsam bemerkbar, dass er ein bisschen mehr Food will. Ja, ich bin aber schon höher gegangen mit den Kalorien. Und wenn ihr euch auch so ein bisschen für das Fitness-Thema interessiert, könnt ihr sehr, sehr gerne auch mal auf dem Daniel Dyer Instagram-Kanal vorbeischauen. Das ist so mein alter Instagram-Kanal und dort poste ich hauptsächlich Fitness-Content. Der Shake kommt mir auch schon aus den Ohren raus langsam. Das heißt, da habt ihr Fitness-Content und ja, ist so mein alter Instagram-Kanal oder so der private, könnte man auch sagen. Aber grundsätzlich poste ich da so ein bisschen von allem, halt nur kein Biken. Schaut da vorbei, wenn ihr euch interessiert dafür oder wenn ihr irgendwas in Richtung Fitness wissen wollt, dann könnt ihr euch da auch immer melden, weil hier auf dem Kanal ist ja wirklich eigentlich nur noch Mountainbike-Kram und Fitness ist so hinten angestellt. So, jetzt geht's nach Hause. Ich freue mich richtig krass auf Essen. Ich koche immer, wenn es möglich ist, abends vor für den nächsten Tag. Ich habe immer zwei Mahlzeiten im Moment und habe dann halt eine Mahlzeit nach dem Training und eine abends, wenn ich Feierabend habe. Genau. So, ab nach Hause. Ja.
Leute, Essen wartet. Ah, Quatsch, so gehypt bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber wenn ich jetzt einmal gegessen habe und das Fasten sozusagen gebrochen habe, also ich mache eigentlich fast die ganze Zeit halt halbtägiges Fasten, dann wird's ernst, Leute, weil dann, dann will mein Körper die ganze Zeit futtern. Das ist ein bisschen stressig. So, Zeit für Food. Während dem Essen check ich mal, was gerade so Neues abgeht auf YouTube. Und nach dem Essen zum Verdauen steht immer an, Kommentare beantworten, weil ich komme mittlerweile echt sehr, sehr selten nur noch dazu, alle Kommentare auf YouTube zu beantworten. Das heißt, wenn ihr das seht, das Video hier, tut mir leid, wenn ich es manchmal nicht schaffe. Momentan ist arbeitstechnisch so viel los und so viel Veränderung, dass ich manchmal einfach nicht schaffe, okay? Also seid mir nicht böse. Wenn die Arbeitssituation sich verändert, dann wird auch wieder mehr beantwortet auf Kommentaren und so weiter. So, ich werde mal essen und dann sehen wir uns. So Leute, auf geht's zu Kursen, denn abgesehen von diesen mediengestalterischen Sachen, Social Media und so weiter und so fort, gebe ich noch ein bisschen Unterricht. Und zwar auch an Schulen und so weiter, Sportunterricht, aber unter anderem auch noch Breakdance. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Ich gehe zu Fuß, um die Schritte noch voll zu bekommen. Und es ist richtig geiles Wetter eigentlich. Es ist zwar ein bisschen bewölkt, aber wir haben ungefähr 10 Grad. Die Sonne kommt so ein bisschen durch, es ist trocken. Ich hätte übelst Bock, Fahrradfahren zu gehen, aber das packen wir heute nicht. So, ich mache die Schritte ready und melde mich gleich nochmal bei euch. Vielleicht fragt ihr euch, gibt der Kerl denn noch Breakdance-Unterricht? Das ist einfach noch so übergeblieben von ja, so meiner Jugend früher. Und so ganz abhaken kann ich das Thema einfach noch nicht. Weil auch wenn ich eigentlich schon viel zu alt bin mittlerweile dafür, hängt da doch noch irgendwo halt so mein Herz dran. Und deswegen habe ich einfach noch ein paar Kurse, die mir Bock machen. Ich auch den Kids was beibringen kann. Und ja, ich unterrichte halt schon seit ich 15 bin. Und das ist halt eine lange Zeit, lange Routine. Und das kann man halt nicht so schnell aufhören. Das heißt, wenn ihr Kids habt und bei mir aus der Nähe kommt hier, ja, meldet euch und ihr Unterricht nehmen. Wenn ihr erwachsen seid, müssen wir einen neuen Kurs aufmachen, weil einen Kurs für Erwachsene habe ich aktuell nicht. Ja, ich habe mich jetzt ready, baue hier den ganzen Kram auf, mache die Listen für Corona fertig und jo. Dann während dem Kurs filme ich natürlich nicht, weil das sind Kids, die haben nichts im Internet verloren. Deswegen erst danach und ja, dann gibt es halt sozusagen nur noch Abendessen eigentlich und dann ist eigentlich auch der Tag schon tatsächlich vorbei. Aber ein paar Sachen habe ich euch dennoch zu erzählen und da sprechen wir dann einfach gleich drüber. Wisst ihr was? Ich habe eine richtig coole Idee. Und zwar, während ich jetzt den Kurs gebe, blende ich euch ein altes Breakdance-Video von mir ein, damit ihr halt zumindest ein bisschen was zu gucken habt. Also viel Spaß dabei. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 now, trip, trip, trip.
Oh, I flick that switch, kill the lights. Oh, I wasted city lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. I know we're acting stupid. Leute, kurze Planänderung. Fokus. Kurze Planänderung. Ich habe noch ein paar To-Dos reinbekommen, die ich jetzt gleich direkt machen muss, sonst wird es einfach zu spät. Zur Frage vom Anfang des Tages, was mache ich so beruflich? Das ist jede Woche anders. Es gibt so ein paar feste Sachen, ein paar feste To-Dos. Um grob zu sagen, ich arbeite noch als Tänzer, Mediengestalter, Personal Trainer, Fitness Trainer, Group Fitness Instructor, Master Trainer für Hit the Beat Breakletics, jede Menge Kram. Und das ändert sich ständig. Vor allem momentan beim Thema Corona und so weiter. Ja, es ist jedes Mal was Neues, ne? Und am Anfang, erster Lockdown, ich war komplett arbeitslos. Von jetzt auf gleich ändert sich auch ständig was. Also, ja, immer wieder was Neues. Dennoch wollte ich euch so ein bisschen das näher bringen, ein bisschen erklären. Einfach mal so ein bisschen was Persönliches preisgeben, abgesehen vom Mountainbike-Fahren. Es geht jetzt für mich nach Hause und dann noch, wie gesagt, ein paar Office-Sachen zu erledigen. Und dann war es das auch. Dann gibt es nur noch Abendessen. Meistens gehe ich dann pennen gegen 24 Uhr. Versuche ich immer zu schlafen. Ich bin aber so eine Eule. Das klappt bei mir eigentlich nie. Und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es euch so Vlogs einfach, die vielleicht auch gar nicht so viel mit Fahrradfahren zu tun haben, auch gefallen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.